Die Formel 1 ist im Sunshine State angekommen und wir freuen uns auf atemberaubende Sonnenuntergänge, sanfte Brisen, warme Gewässer und einen fantastischen Renntag am Miami International Autodrome. Das Miami International Autodrome mit seinen 19 Kurven und 5,4 Kilometer Länge liegt an der südöstlichen Küste Floridas und wurde mit dem Ziel entworfen, enges Auffahren zu ermutigen und gleichzeitig den höchsten Sicherheitsstandards zu entsprechen. Die Fans werden sich freuen. Bevor es losgeht, sehen wir uns kurz die Startaufstellung für das heutige Rennen an. Sergio Perez startet heute vom ersten Platz. Und der Kapitän macht die erste Reihe komplett. Im Rest der Startaufstellung haben wir Leclerc, Norris, Lewis Hamilton und Fernando Alonso. Sainz, Verstappen, Ticktum und George Russell. Ocon, Gasly, Sebastian Vettel und Magnussen. Tsunoda, Mick Schumacher, Oscar Piastri und Alexander Albon. Joe, Stroll, Latifi und Robert Schwarzmann. Und jetzt, wo die Vorbereitungen fast abgeschlossen sind, wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. Wie gewöhnlich darf ich heute Stefan Römer an meiner Seite begrüßen. Reden wir über den Kapitän. Was denkst du über ihre bisherige Performance in dieser Saison? Sie haben es geschafft, Fehler zu vermeiden und legen ein gutes Tempo vor. Bisher war das eine wirklich gute Saison. Aber ob sie es schaffen, weiterhin so gute Leistungen zu bringen, wird sich erst noch zeigen müssen. Die Einführungsrunde hat begonnen und Sie sehen, wie sonnig es heute ist. Ich frage mich, wie sich dieses Wetter auf die Lebensdauer der Reifen auswirken wird. Die Autos kehren an ihre Startpositionen zurück und die Fahrer werden versuchen, einen guten Start hinzulegen, um heute wertvolle Punkte zu ergattern. Jetzt gibt es nur noch die letzten Absprachen mit den Renningenieuren, um die geplanten Strategien umzusetzen. Abnutzung am Motor erkennen. Seid ihr bewusst, dass wir ab sofort einen Leistungsverlust bemerken werden. Das virtuelle Safety Car wurde eingesetzt. Fahr langsamer und behalte ein positives Delta.
Getriebe ist ziemlich abgenutzt. Versuch so selten wie möglich zu schalten.
Abstand zum Teamkollegen beträgt 3,4 Sekunden. Das ist die neue schnellste Rundenzeit in diesem Rennen.
Abstand zum Teamkollegen beträgt 5,3 Sekunden.
glauben, dass wir eine gute alternative Strategie haben. Möchtest du den aktuellen Plan durchziehen oder es mit dem neuen versuchen? Okay, geht in Ordnung. Wir ziehen eine alternative Strategie in Erwägung. Möchtest du die Strategie ändern oder mit Plan A weitermachen? Ist angekommen. Bestätige. Zuversichtlich. Bleib einfach dran, gib dein Bestes. Mehr können wir nicht verlangen.
Unser Abstand zum Hintermann beträgt 2,0 Sekunden.
Hamilton hat gerade die bislang schnellste Runde des Rennens hingelegt. Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 14,1 Sekunden.
nähern uns zum Boxenstoppfenster. Du wirst mit Mediums weiterfahren. Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 17,5 Sekunden. In der Boxengasse.